Grüß euch. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin die Annamel Spies. Geboren bin in der Nachbarschaft von Landau in Reisbach. Wohne da in München und habe 3 Jahre lang mit meinem Mo in Shenyang gelebt. Das ist eine 8-Millionen-Stadt im Nordosten von China. Meine Erlebnisse im Reich der Mitte habe ich mit dem Regisseur Dieter Woll in einem Kabarettprogramm verarbeitet. Die Premiere war am 20. Februar in der Drehleier in München und der Trailer dazu, der ist gerade fertig geworden, also Welturaufführung. Eine super Idee, dass es das Projekt Wir Kultur jetzt gibt und dass ich da die Möglichkeit habe, dass ich euch einen kleinen Ausschnitt von meinem Programm zeige. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Bühne, live. Bis dahin, vielen Dank für eure Zeit, macht es gut und verliert nicht euren Humor. Pfiat euch und bleibt gesund. Mein Mo strukturiert halt so gern. Da habe ich auch gar nichts dagegen gehabt die letzten 35 Jahre, weil er zum Strukturieren nicht angegangen ist. Aber seit der da vorne ist, hupft der umeinander wie ein auftragender Kurzzeitwecker und klingelt alle Stunden, wenn wieder eine neue Struktur fertig ist. Und ich hab da plötzlich Struktur. Ich. Und die macht davon mein Programm nicht halt. Die hat jetzt eine Struktur. Eine alphabetische, ja. So was macht er gern, ja. Das gefällt ihm. Sonst ist er wie ein kleines Kind und möchte den ganzen Tag spielen. Und ich sag's euch, gab es einen Aufsitzstaubsauger, der dazu mal im Haushalt helfen. Ring, 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 ring. Ich hab nur so ein altes Telefon, da muss man selber noch klingeln. Ring, ring. Ach, Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt unhöflich. Das ist mein Mo. Da muss ich jetzt gewissens bei dem weiß man nie. Moment. Was ist? Das ist jetzt ganz schlecht, ich bin gerade auf der Bühne. Wissen Sie, so hat das damals angefangen. Da hat er aus heiterem Himmel angerufen und ja, Moment, dann wirst du mal Zeit haben, du bist ja in Rente. Da hat er aus heiterem Himmel angerufen und hat gesagt, was ist, willst du immer noch ins Ausland? Weil wir wollten immer schon mal ins Ausland, Südafrika, USA oder so. Moment. Wieso der Putzkübel? Der ist doch immer schon da gestanden. Und warum ist das jetzt so wichtig? Da willst du deinen Aufsitzstaubsauger parken. Ich hab's ja mal gesagt. Bei ihm weißt du mir, wie damals. Lass dich nicht beeinflussen, sprich mit niemand drüber und überschlafst eine Nacht wieder im Ausland, gell? Mei, ich hab kurz geschluckt, dann hab ich gesagt, freilich bin ich dabei. Wo hier eigentlich? Moment. Wieso haben wir plötzlich eigentlich einen Aufsitzstaubsauger? Wir haben gar keinen. Und warum willst du den da parken? Weißt du, einen erfindest. Aha. Er hat bei BMW gearbeitet, darum war der eher kann sowas. Also nochmal wegen dem Ausland. China, hat er gesagt. Also wie ich das gehört habe, habe ich gemeint, jetzt spinnt er vom Bohr weg. Wir wollten nämlich nie nach China oder nach Leipzig. Dann schon lieber China, habe ich gesagt. Wie lang? 3 Jahre, hat er gesagt. Moment. Ja. Na, gut. Also, er will jetzt den Aufsitzstaubsauger am Putzkübelplatz parken und für den Putzkübel baut er ein Regal, wo der Putzkübel dann oben drauf kommt, weil das war ja blöd, wenn man den Aufsitzstaubsauger immer nachfuchten müssen, wo der Putzkübel doch viel leichter ist und auch nicht so weh wird, wenn er einem ins Kreuz fällt, wenn man sie nach dem Aufsitzstaubsauger bucht. Haben Sie mich? Noch nirgends, wo wir bisher waren auf der Welt, haben wir so viele Wirtshäuser, Stüberl und Borzen gesehen
wird's schön jan. Bei uns in Niederbayern ist es so. Die Bedienung, nehmen wir es einmal Resi, ist meistens grantig und man bemüht sich redlich, sie bei Laune zu halten. Wisst ihr, was tritt? In China ist es genau umgekehrt. Da huscht, noch bevor du richtig sitzt, der Kellner her und stellt da keinen Tee auf den Tisch. Und die kostet nichts. Man bittet nicht bedient zu werden, man erteilt Aufträge. Fuyen! Das weiß keiner. Und der steht dann, wenn es sein muss, eine Stunde an deinem Tisch und wartet, bis du dich entschieden hast, was du magst. Und Dresi, wisst ihr es eure noch nicht? Und während wir untertänigst bitten, Dresi, sei so gut, kannst du mir vielleicht nur ein kleines Bier bringen? Dann wart, bis du so viel Durst hast, dass du den Gruß vertragst. Der Chines schreit nur, Fuyen Pichu, keiner Bier! Und schon steht's auf dem Tisch. Sehen's, man merkt schon an der Wortwahl. Aber einen Vorteil haben wir in Bayern. Dein Halbe ist immer kalt. Auch wenn du eine Stunde warten musst, weil 30 Grad was Besseres zum Tor hat. Der Fuyen stellt ein paar Tragl am Tisch. Dein Bier ist zwar warm, aber Hauptsache du hast eins. Drum trinkt der Chinese grundsätzlich alles warm. Gesund soll es angeblich auch sein. Überhaupt muss alles warm oder kocht sein. Und es gibt auch einen guten Grund dafür. Was kocht, schweibt sie leichter und kratzt nicht so im Hals.